Der Name Gmund ist wohl für die meisten von uns keine Ortsbezeichnung, sondern Synonym für besonderes Papier. Wer Gmundpapier verwendet, so denke ich, so sehe ich, dass der sagt schon etwas aus, bevor er auch nur ein Wort drauf geschrieben hat. Florian Kohler ist seit langem Kopf der Büttenpapierfabrik Gmund und auf sein Betreiben hin legte das Unternehmen Umweltstandards fest, die sowas wie einen ganz neuen Standard für die Papierherstellung insgesamt werden könnten. Er müsste das nicht tun. Herr Kohler, was treibt Sie an? Erzählen Sie es uns. Ich werde es Ihnen sehr gerne erzählen und erst einmal für alle Nicht-Bayern ein herzliches Grüß Gott in unserer Landeshauptstadt. Ich habe übrigens jeden Tag eine Trachtenjacke an, also das ist heute kein Faschingsvorbote für die Hanseaten, sondern so ist die Welt bei uns in Gmund. Ich bin sehr stolz, hier heute was sagen zu dürfen, weil nachdem wir vorhin auch schon diesen Brief gehört haben, sind wir wirklich auf einem sehr, wie ich finde, moralisch hohen Niveau. Und ich glaube, dass wir da industriell auch ein bisschen Informationen drüber geben können. Jetzt ist so, ich hätte jetzt gerne auch kommunikativ, also ein Exempel von meinen Kindern rübergegeben. Also ich bin zweieinhalbfacher Vater und habe heute Nacht auch sehr intensiv mit meinem zweiten Sohn kommuniziert. Aber ich glaube, das Geschrei ist nicht interessant. Deshalb gehe ich jetzt doch auf meinen Vortrag ein. Machen wir das Bild vielleicht an, das wäre so hilfreich. Ich bin eben gebeten worden, unsere Umweltcharta, die gerade angekündigt worden ist, zu erläutern. Das ist wirklich etwas, was über viele Jahre gewachsen ist. Da ist jetzt was anderes wie hier. Dann rede ich einfach so weiter. Was über viele Jahre gewachsen ist, und wo wir jetzt tatsächlich etwas stolz drauf sind. Und ich gebe das gerne weiter, weil vielleicht regt es den einen oder anderen an, auch konkret was zu machen. Das ist eigentlich Deutschland für mich. Bio ist alles. Also bei uns ist immer Bio ist alles. Und wenn Solar auf den Dächern ist, dann sind wir gut, auch bei minus 20 Grad und so. Dann ist die Welt so in Ordnung. Der Unterschied ist, ich bin ja kein Gestalter, auch wenn ich netterweise oft als auch so ein bisschen Hobby-Designer tituliert werde. Ich gestalte natürlich unsere Papiere, sondern ich bin vorneweg Unternehmer und bin aus der bösen Zunft der Industriellen. Wir produzieren, da raucht's, da macht's, da tut's. Und ich kann Ihnen sagen, mit nur Solar kommen wir nicht weiter. Deshalb, Bio ist alles. Meine Antwort lautet darauf, ich habe da in der Tasche das Ding versteckt und das haut nicht hin. So, das ist also zu dem, da gehe ich einfach zu dem Computer hin. Ich bin aber nicht Apple geprüft, das bringen wir alles hin. Ich schwöre es Ihnen. Nicht ändern, ändern. Willkommen zurück. Das vielleicht hilft mir irgendein Techniker. Ich bin ja nur da. Aber ich mache inhaltlich schon mal weiter. Also wie gesagt, Bio ist alles. Ja, so jetzt machen wir weiter, oder? Genau. Jetzt sind wir schon. Und logisch ist leider wenig. Das habe ich eben deshalb hingeschrieben, weil, wie gesagt, wir wollen ja nur Gutes tun, aber wir sollten vielleicht ein bisschen mehr an die Logik tun, was bringt denn wirklich was? Was bringt wirklich was? Und deshalb habe ich einen neuen Begriff, einen wahnsinnig neuen Begriff entwickelt, der heißt biologisch. Biologisch. Und wenn wir biologisch sind, dann ist es die einzige Zukunft. Das meine ich auch wirklich so. Ich mache jetzt eine kurze Bilderreise und dann zeige ich Ihnen, was unsere Umweltcharta ist. Also wir sehen hier einen Wasserfall, wunderschönes Wasser. Wir alle denken, ach schön, Mensch, toll, Natur, so ist die Welt, so soll es bleiben. Super. Tatsächlich ist Wasser für uns der Lebensquell schlechthin. Wasser brauchen wir wie Luft und dann später brauchen wir erst das Essen. Also ist essentiell, das wissen wir alle, aber man sollte sich auch einmal das wieder bewusst machen. Baumstamm.
Baumstamm ist ja auch in der Sprache und also die Typografen können das ja viel besser. Das Wort Stamm hat so viele Bedeutungen und auch Wichtigkeiten und der Baum ist für uns das Wichtigste. Und wenn wir jetzt nur an Bio denken, dann sagen wir, ja, bitte kein Papier, da wird dieser Baum gefällt, bitte kein Papier, nicht. So ein bisschen en passant, auch um mit dieser Mehr aufzuräumen. Aus diesem Baum kann man leider kein Papier machen, weil er zu groß ist. Aus dicken Bäumen hat auch unsere Konkurrenz noch keinen Baum gemacht. Es geht nicht. Sie können aus dicken Bäumen, also die Eiche, die sie schützen, schützen sie für sich selber, für die Kinder, aber nicht wegen Papier. Es funktioniert leider nicht. Denn was funktioniert, sind dünnere Bäume oder von mir aus Recyclingfasern oder andere Sachen. Ich komme noch später drauf zu. Kraftstoff. Wir brauchen Kraftstoff. Nichts weiß man mehr wie heutzutage. Der Herr Putin ist ja der Protagonist des kalten Wetters. Man wundert sich manchmal, warum das Wetter so kalt in Russland ist. Naja, wenn man die Gasleitungen anschaut, dann weiß man es. Da hat er den richtigen Draht. Aber Kraftstoff gibt es natürlich in verschiedenen Varianten. Und es kann natürlich auch die Wasserkraft sein. Ich komme, wie gesagt, noch mehr dazu. Jetzt kommen wir zu den charmanten Teilen unserer Welt, der Zivilisation. Das ist also der Berg. Da, wo ich herkomme, ist der Wallberg. Der ist ein bisschen schöner wie der. Das ist der Zivilisationsberg. Und dem gegenüber steht, und das wissen wir eigentlich alle, die Disziplin. Die Disziplin. Sie müssen übrigens am Anfang nicht alles kapieren, was ich sage. Das ist ein bisschen so beabsichtigt. So, jetzt kommen wir aber auf unsere Umweltcharta. Ich wollte Sie ja nur einstimmen. Diese Umweltcharta übrigens, die haben wir jetzt nicht so geschrieben und dann so gemacht, sondern die Umweltcharta ist nichts anderes wie über Jahrzehnte lang gelebt, unsere Einstellung zu unserem Ort Gmund und wie wir das jetzt in eine Charta gefasst haben. Jetzt vorneweg, ja, soll alles so bleiben, wie es ist, weil da kommt wieder dieses schwierige Wort konservativ rein. Manchmal sagt man, das ist gut und das ist schlecht. Und also für uns zum Teil schon soll alles bleiben, wie es ist. Zwei Banalitäten, aber für uns sind sie nicht banal. Wir haben sehr moderne, aber auch sehr alte Maschinen. Und vor ein paar Tagen habe ich also eine Diskussion im Fernsehen gehört, dass jeder immer nach 2 Jahren sein Handy wegschmeißt und so. Also wir schmeißen unsere Maschine nicht nach 2 Jahren weg. Manche wissen es ja hier vielleicht auch. Wir haben zum Beispiel eine Papiermaschine aus dem Jahr 1883. Und manche Leute, die uns besuchen, sagen dann, mei schön, ein Museum, mei ist das nett und so. Nein, das ist eine Maschine, da machen wir schönes Papier und wir machen Geld damit. Wie gesagt, ich bin ja Industrieller, wir machen Geld damit. Aber was ich damit sagen möchte ist, man kann Sachen auch pflegen und hegen, um damit etwas zu machen. Und auch damit tut man Ressourcen schonen. Und das Zweite, das betrifft dann schon ein bisschen mehr den professionellen Kreis hier. Ich nehme unsere Musterkollektion, das ist so ein tröges deutsches Wort, aber eigentlich wunderschön. Wir haben die gleichen Musterbücher, die gleiche Art von Musterbüchern seit bald mal 20 Jahren, immer DIN A5. Das Design muss und darf sich wahnsinnig ändern, aber immer das gleiche Format, immer im gleichen Holzschuber, damit Sie draußen nicht das immer wegschmeißen müssen, weil die Papierhersteller und so, die machen natürlich alle ein, zwei Jahre neue Kollektionen, da muss wieder alles wegschmissen werden. Also ich finde, praktische Beständigkeit hat durchaus etwas. Jetzt komme ich auf die 4 Säulen der Umweltcharta. Sie sehen jetzt das ein oder andere Bild wieder. Wie rein ist unser Wasser? Da darf ich jetzt mit Stolz sagen, dass unsere Firma schon zu Zeiten meines Vaters seit 1965 keinen Tropfen Abwasser mehr in die schöne Mangfall einleitet. Mangfall ist der Fluss, der aus dem wunderschönen Tegernsee kommt und übrigens das Trinkwasser hier für die Stadt München großteils zur Verfügung stellt. Wir waren da lange Vorreiter und ich jetzt werde jetzt keine Papierfabriken nennen, die nach wie vor Abwasser in Flüsse leiten. Das tut man nicht. Also das tut man nicht, dass man das sagt. Das Zweite ist, wir haben jetzt vor wenigen Jahren, und ich gehe jetzt gar nicht zu sehr in die Technik ein, eine Ozonreinigungsanlage eingebaut. Die ist trotzdem in 2 Worten erklärt ganz banal. Die macht aus dem besten Rohstoff, den es hier gibt, nämlich aus bayerischer Luft, O2, macht die O3, Ozon. Und Ozon kann Wasser zu einem zum hohen Prozentsatz reinigen. Und wir sind die einzige Papierfabrik der Welt, die das hat.
Dann sagt man sich, da muss jetzt was falsch sein. Entweder stimmt es nicht, was er sagt, oder es macht es doch nicht so gut. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt wirklich. Hintergrund ist, und das ist aber eine Reflexion auf uns selber, es ist halt sauteuer. Das Papier wird teurer. Ja gut, dann nehmen wir wieder mal das normale Papier. Gell? Ja, geht ja auch. Ne? Ich mache weiter. Wir haben vor 20 Jahren über 60 Liter Wasser pro Kilo Papier verbraucht. Wir sind jetzt ungefähr bei 20 Liter Wasser. Was für farbiges Papier sensationell ist. Ganz ehrlich, wir sind da sehr stolz drauf. Und auch jeder, der unser Papier verwendet, sollte stolz sein. Ist unser Rohstoff unbegrenzt? Meine Kollegin, die Katharina Müller, die auch hier vorne sitzt, trägt hier unsere Fasern in der Hand. Wir haben zwei Vorteile. Wir haben zum einen den Vorteil gegenüber dem Herrn Laptop, der verwendet halt lauter Materialien, die begrenzt sind. Eisen, Metalle, die Diskussion kennen wir. Und einer der wenigen Rohstoffe, die Tuschur nachwächst, ist Holz. Und auch ausreichend. Es wird leider viel mehr Holz brandgerodet und zerstört Wälder, als für Papier verwendet wird. Wie gesagt, für Papier verwendet man auch eher Zwischenholz, Abfallholz. Nochmal die großen Bäume, die lassen wir. Aber was auch sehr wichtig ist, wir haben schon vor Jahren begonnen, unsere ganze Produktion auf FSC umzustellen. Kennen Sie wahrscheinlich auch, eben nachhaltig angebaute Holzwälder, sodass wir schon dadurch auch garantieren können, dass auch nicht per Zufall irgendjemand vielleicht doch einen falschen Baum, auch wenn er dünner wäre, verwenden würde. Und zwar nicht nur eine Serie, sondern die ganze Produktion. War auch sauschwierig, ganzen Rezepturen umzustellen, haben wir aber gemacht, sodass man die Sicherheit hat, naja, wenn ich von Gmunder Papier nehme, das ist FSC. Erklären wir hier. Strotzen wir vor Kraft? Also mein Kollege und ich, wir sind der Meinung, ja. Und meine Vorfahren haben dem schon früher Rechnung getragen. Wir haben nämlich drei Wasserkraftwerke an dieser wunderschönen Mangfall gebaut und können deshalb einen Großteil unseres Stroms nicht CO2-neutral, dieses Wort, ich hasse es. CO2-neutral heißt, du haust einen Dreck raus, weil es vorher gewachsen ist. Also wenn Sie Holz verbrennen, dann ist es CO2-neutral. Wohingegen, wenn Sie zum Beispiel aus Wasserkraft, man kann nicht immer Wasserkraft, aber wenn Sie aus Wasserkraft Energie machen, dann ist es eben CO2-frei, weil gar nichts verbrannt wird. Von daher finde ich, müsste erst sein CO2-frei und dann CO2-neutral. Auf jeden Fall haben wir da drei Wasserkraftanlagen und wir haben vor einem Jahr eine Kraft-Wärme-Kopplungsanlage installiert, das erkläre ich jetzt nicht, aber mit einem Effizienzgrad von 98% haben wir extremst wenig Emissionen und per Saldo haben wir halt, wie wir hier zeigen, 71% Homemade Energy. Gibt es sonst nicht in der Papierindustrie, sind wir die Einzigen damit. Naja, ist Mund ganz sauber? Wenn Sie mich anschauen, müssen Sie das nicht bejahen, aber wenn Sie meine Kollegin anschauen, die Gabi Bellendorf, dann glaube ich, dürfen wir das sagen. Wir haben auch hier ein Abfallprogramm gemacht. Das ist irgendwas, das ist nicht so wahnsinnig sexy, wenn man das sagt, weil, wie gesagt, die Leute wollen nur Solardächer haben. Das ist einmal so, das habe ich ja vor kurzem einem Freund aus Asien erklärt, dass wir alle nur Solar wollen. Übrigens, wir haben auch ein großes Solardach und deshalb weiß ich, wie mager die Werte sind der Energie, die man über Solar herbringt. Und er hat gesagt, du, wenn ich die Weltkarte anschaue, ich weiß nicht, warum ihr Deutschen da drauf kommen seid. Hätt's halt den Tipp den Italienern geben oder den Griechen oder irgendjemand, aber die Falschen haben, aber okay, das jetzt wird's politisch. Wir haben es geschafft, in den letzten Jahren unseren Abfall um 82% zu verringern. Ganz praktisch, früher war am Ende unserer Fabrik ein großer Müllcontainer, wie bei den meisten Industriebetrieben. Wir haben jetzt am Ende der Fabrik verschiedene Recyclingbehälter, wo alles recycelt wird, Papier bei uns oder sonstige Sachen. Und wir haben wirklich bei der ganzen Fabrik am Schluss noch eine Mülltonne. Wir haben eine Mülltonne und da kommt der Restmüll rein. Das ist tatsächlich so. Die Zukunft. Es ist natürlich so, machen wir das, weil wir nur Gutmenschen sind und ich habe es vorhin schon gesagt, das ist uns nicht plötzlich eingefallen, sondern ich glaube, einen großen Vorteil, den wir haben, wie viele privat geführte Firmen,
ich bin halt in der Lage, mir gehört der Club und der hat meinem Vater gehört. Und wenn einem was gehört, dann passt man halt ein bisschen mehr auf. Also da haben sie jetzt meine Tochter, das ist übrigens nicht meine Frau, sondern das ist eine Kollegin, die eben auch in Erwartung war. Und haben wir gesagt, jetzt darfst du dich auch aufs Foto drauf tun. Naja, das ist ein bisschen ein Schmäh gehört dazu. Aber wenn sie halt eine Firma haben, die sie weiter vererben, dann müssen sie aufpassen. Das ist ganz einfach. Und ich meine, ohne zu hochtrabend zu sein, so ist es ja auch mit unserem Planeten. Wir geben ihn weiter. Nur jeder sagt ja immer, naja, die sollen das machen. Also wir in Deutschland sollten das machen, aber die Industrie soll es machen. Und wir in Deutschland und die sollten es machen. Und der große Vorteil ist, wenn sie selber was haben, dann können sie was machen und dann wollen sie was machen. Und deshalb kam es vorhin auch so ein bisschen rüber, danke ich für die Einleitung. Für uns ist das keine Bürde, sondern das ist für uns schon auch ein Elixier, das ist ein Hobby. Das ist richtig, richtig geil und ich muss auch sagen, in dem Punkt bin ich stolz, dass wir eine deutsche Firma sind, weil wir sehr viel ins Ausland exportieren und ich sage, ja, wir in Deutschland, trotz aller unserer Verrücktheit, aber umwelttechnisch, wir sind die Nummer eins. Also von uns können Sie lernen. Bitte nicht zu viel, damit wir besser bleiben, aber lernen könnt ihr von uns. Wir haben jetzt eines gemacht. Wir haben jetzt hier noch die Nachhaltigkeits-Sustainability-Zertifizierung gemacht. Das ist ein Emblem, was wir selber entwickelt haben, haben wir hinterlegt beim Markentechnisch, beim Patentamt. Und wir laden jeden Papiermacher ein, wenn er will, und unsere Standards erfüllt, dann kriegt er es auch. Bisher haben es nur wir. Ist so, aber wie gesagt, wir wären gar nicht dagegen, wenn es ein anderer macht, weil dann wären wir wieder auf Augenhöhe, nämlich in einem Punkt. Wir haben 183 Jahre eben eine visionäre Nachhaltigkeit. Und das ist teuer. Das ist einfach teuer. Weil, wie gesagt, am Schluss bin ich Unternehmer und ich muss mein Zeug verkloppt bekommen. So einfach ist es. Ganz direkt. Ich muss es auf den Markt bekommen. Wir haben es runtergerechnet, unsere Umweltkosten belaufen sich circa auf 17%. Und das ist eine Menge Holz bei einem Produkt, wo jeder immer rumnörgelt und wirklich teuer und so weiter und so fort. Jetzt ist es aber so, dass, und dafür ist ja Gmund bekannt, wir verkaufen nicht primär, wir bieten nicht primär ein Produkt an, was eben nur umweltfreundlich ist, weil leider ist der Mensch so, sonst würde er es nicht kaufen. Weil wir sind ja alle gute Menschen. Aber wir sind es eben doch nicht. Also haben wir dem Produkt etwas eingehaucht, was es einfach unwiderstehlich macht. Da kommt keiner drum rum. Und zwar, wir haben es einfach schöner gemacht wie die anderen Papiere. Das ist so. Wir haben es schöner gemacht. Und Sie haben jetzt von mir bekommen eine Gmunder Kartensammlung. Und ich würde mit Ihnen gern durch die Gmunder Kartensammlung gehen, weil ich Ihnen ein paar Beispiele zeige, wie gute Marken uns ein Briefing gegeben haben und wie wir es schöner bzw. passender gemacht haben. Das erste Briefing hieß von diesem Auftraggeber, wir brauchen echtes Gefühl. Und das war der Philippe Cognier. Und der hat dieses orange Papier dann von uns gewollt, weil er, das ist eine architektonische Abhandlung in diesem Buch, und er wollte, dass die Leute das in die Hand nehmen und immer an Gefühl denken, echtes Gefühl. Und da haben wir eben dieses Papier in orange mit diesem Leder und mit diesem Gefühl. Genau, gehen Sie mal mit der Lippe. Übrigens, gehen Sie mal, ja. Was glauben Sie, ist das feinfühligste, ist jetzt blöd, weil ich es schon ein bisschen vorweggenommen habe, was ist das feinfühligste Organ des Menschen zur Erfahrung von Struktur? Lippe. Also, klar, Sie sagen jetzt Lippe, weil ich es ja gemacht habe. Ja, also, ich möchte der Sache auf den Grund gehen. Der Mensch meint ja, und hat es ja auch im Sprachgebrauch, das Fingerspitzengefühl ist das Feinste. Falsch, das ist nicht. Nur Platz Nummer 3. Das haben wir selber getestet, das haben wir nicht irgendwo nachgelesen, sondern getestet. Fingerspitze hat viel Gefühl. Mit der Fingerspitze kriegen Sie ungefähr eine Erhebung von 50 μ gut noch her, die Differenzierung. Das nächste ist dann die Lippe. Da haben Sie ungefähr 10 μ. Was noch viel, viel feiner ist jetzt fürs Papier nicht passend, aber ich erkläre es trotzdem, ist die Zungenspitze.
Mit der Zungenspitze kommen sie bis auf 5 Mü. Und sie können den Gegentest machen. Sie nehmen diese Fingerspitze, die angeblich so feinfühlig ist, und gehen vorne auf die Zähne drauf. Da merken sie nicht viel. Jetzt gehen sie mit der Zunge drauf und sie sagen, da ist dies. Und ich finde es deshalb so interessant, weil man einfach immer plump auf irgendwas zugeht, aber gar nicht merkt, mit welcher Sensorik der Mensch behaftet ist. Aber ich mache jetzt weiter. Der nächste Briefing war Wachstum und Wachstum. Die Firma Audi hat uns aufgegeben für eine Umweltbroschüre, ein Papier zu entwickeln. Sie haben jetzt hier dieses braune mit dieser Holzstruktur, wo das Wachstum von Audi, ist ja auch eine dieser ganz, meine ich jetzt ernst, tollen bayerischen Firmen mit Wachstum, genauso wie BMW, bin hier auf dünnem Eis in München. Und dieses Wachstum der Firma sollte gleichzeitig rüberkommen mit dem Gedanken des Umweltwachstums. Und daher haben wir aus unserer Kollektion Savanna diese Holzstruktur verwendet. Jetzt das nächste war, wir sollten absolute Reinheit hervorbringen. Jetzt nehmen Sie dieses weiße Papier und diese T-Firma hat gesagt, wir wollen deshalb die absolute Reinheit, weil diejenigen, die diesen biologischen Tee in Zukunft trinken, die sollen dieses Gefühl haben, garantiert frei von jeglichen Zusatzstoffen zu sein. Und dieses Papier hat haptisch minimale Offenporigkeit, minimal, weil die wollten da keine große Show haben. Die wollten nur sagen, wenn man das anlangt, dann muss man das Gefühl haben, ja, das ist einfach absolut rein. Das nächste Briefing war sehr witzig. Das hieß, es kam aus Italien, die sind ja so drauf, intensive Ökologie. Puh. Ja, das war jetzt schon. Am Schluss kam raus, und wenn Sie jetzt auch sehen, wer das ist, das war für Campari ein ganz tolles Buch. Wir haben es draußen aufliegen. Ein ganz tolles Buch. Und die haben gesagt, wir müssen sicher sein, dass das ökologisch richtig hergestellt worden ist, aber wo wir ein Gefühl haben, dass, wenn wir das anschauen, dass da was passiert. Und das haben wir jetzt überzogen mit einem Hauch von einer Schicht und noch mit einer Mikrostruktur. Die fühlen Sie kaum, aber Sie hören sie. Das schmeichelt selbst den Fingern. Würzige Natürlichkeit war jetzt das Motto beim nächsten. Würzige Natürlichkeit. Und zwar geht es hier um einen Kaffeehersteller, Caffeterra aus Italien. Und der wollte ganz was Würziges haben. Und wir haben ein Papier, das heißt Bierpapier. Und da geben wir ja auch tatsächlich Biertreben mit rein. Und das ist ja egal, ob das jetzt Bierpapier heißt oder nicht, aber das hat für ihn genau diese Würzigkeit gehabt. Und dieses Wissen um die nachhaltige Herstellung kombiniert, dass das genau dem Image von seinem Produkt entsprach, das hat ihn so erfreut. Braunes Gold. Braunes Gold ist jetzt nicht das dreckige Öl vom Herrn Putin. Und ich habe übrigens nichts gegen Russen, nur dass Sie wissen, meine Frau ist Russin. Aber trotzdem sei mir das erlaubt. Nein, braunes Gold ist das Gegenteil. Braunes Gold ist was ganz Feines, Edles zum Essen, nämlich Godiva-Schokolade. Kennen Sie vielleicht, die Vielflieger kennen es aus den Duty-Free-Shops. Und da wollte Godiva ein braunes, sehr umweltfreundliches Papier haben und drüber einen Goldton haben. Das ist uns gelungen, das ist dieser Platinum-Goldton, der eben ganz edel, zurückhaltend schimmert. Offenes Material. Offenes Material, wenn Sie diesen blauen, dickeren Karton nehmen, Sie merken, der ist offen, aber der ist relativ leicht, obwohl er so dick ist. Wie geht es? Dafür haben wir keinen Baumzellstoff verwendet, sondern wir setzen ja sehr viel auch alternative Rohstoffe ein. Hier haben wir Baumwollabfälle verwendet. Das ist 100% aus Baumwolle. Das ist der spezifisch dickste Karton der Welt mit 2.0 spezifischen Volumen. Und die Firma Hermes hat eine Einladungskarte gemacht und hat einfach gesagt, wir wollen, dass das ganz edel und leicht rüberkommt und als ganz offenes Material. Und das war eben, wie wir fanden, eine sehr interessante Aufgabenstellung.
Also Hermes war übrigens von Anbeginn auf der Liste mit den Leuten, wo wir, Herr Kochan, doch zusammenarbeiten wollten. Das war also Dann solide Nachhaltigkeit. Eine schwierige Branche, wie wir wissen, was jetzt gleich sehen werden, das ist eine Bank, und zwar aber eine kleine Bank. Und die tun sich natürlich immer in doppelter Hinsicht schwer, gegen die Großen zu bestehen. Und nachdem ja auch wir ein gallisches Dorf in unserer Industrie sind, haben wir da sehr viel Sympathie und haben dieses grüne Material, was Sie jetzt gerade in der Hand haben, für die bereitgestellt. Das ist aus unserer Kollektion Gmund Act Green mit FSC. Und Sie sehen auch, dieses Papier hat leicht ausgewaschene Farben, kommt daher, dass wir eben keine exzessive Chemie reingeben, um das uniform perfekt zu machen, sondern das ist so, wie es ist. Last but not least, könnte das jetzt sein, eine Referenz an unsere Bundeshauptstadt, Jutesäcke, wa? Jutesäcke. Aber es sind wirklich Jutesäcke, und zwar die Firma Tschibo wollte ein Material haben, wenn Sie das anschauen und anlangen, was sich wie Jutesäcke anfühlt. Und was uns halt auch sehr gefreut hat, dass wir, ähnlich wie es der Herr Kochan auch gesagt hat, wir haben am Anfang auch gesagt, Tschibo, das ist so relativ nahe an Coca-Cola. Ich habe auch nichts gegen Coca-Cola, aber es ist relativ nahe, aber... Noch einmal, da kümmert man sich drum. Und das waren auch wirklich interessante Leute. Und die wollen auch in ihrer Branche, und es muss halt auch Massenkaffee geben. Man kann nicht immer nur elitär tun und diesen Handgeschäkerten, sondern das braucht es, diesen Massenkaffee. Und die wollen eben auch sich da mehr drum kümmern und haben eben gesagt, ja, wir wollen diesen Jutesack rüberbringen. Insofern möchte ich hier abschließen und einfach noch anmerken, dass entgegen dem, was man meint, eben wirklich umweltfreundliche Papiere, die sollen nicht hergenommen werden, weil sie nur umweltfreundlich sind, es soll es uns erleichtern, sondern einfach auch, weil sie eine Bereicherung bringen. Und das Schöne ist auch, selbst Papiere wie Gmund sind eben nicht nur für elitäre Leute gemacht, sondern auch für normale Produkte. Und da sehen wir viel Zukunft drin. Und deshalb wünsche ich Ihnen jetzt für den Rest des Tages schlicht und ergreifend eine gute Zeit.